Guten Abend, hier ist eure Bella Zauberwelt Kreativ. War ja lange nicht mehr da, aber jetzt wird es ein bisschen mehr. War stressig, wir haben renoviert und alles. Hier ist auch noch nicht ganz fertig. Ich bin seit Tagen jetzt an den Flur, aber heute machen wir was anderes. Ich wollte mit euch, huch, meine Kamera. Ich wollte heute mit euch eine Osterkarte. Innen drinne sieht sie so aus und außen so. Wir werden sie ein bisschen verändern. Ich mache noch eine Variante, aber das Schema ist das gleiche. Wie gesagt, ihr braucht eine Stanzmaschine. Ich habe mir jetzt letzten Monat die Big Shot. Ich hatte von einer Freundin zu Weihnachten erst die von Action. Aber für meine... Also ich sag mal, für den Anfang ist sie nicht schlecht, wenn man übt und so, aber wenn man das auf Dauer macht, n-n. Ne, zum Üben alles sehr super, aber wenn man da wirklich richtig mit zugange ist, dann, weil da muss man die Platten austauschen schneller. Und wie gesagt, zum Üben kein Ding, aber jetzt fangen die oben an zu bohren, das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich hoffe, ihr versteht mich gut. Wie gesagt, wir werden jetzt eine Karte machen. Ich habe mir das alles schon mal so weit hier hingelegt. Wie gesagt, wir brauchen Kleber, nur für kleine Sachen. Wir brauchen eine Schiene. Das zeige ich euch. Dann habe ich ein schönes silbernes Papier. Dann, wie gesagt, dann schneiden wir uns das gleich zurecht. Ne? Ich habe jetzt gedacht, wir nehmen, ach, das ist eigentlich so Art Flieder. Ne? Moment, so Fliederart, ganz schön. Ne? Unter uns ziehen welche ein und deshalb wird gebohrt. Ja, wir haben, also diesmal machen wir so Flieder, Rosé. Ein bisschen anders gestalten mit Stand, schöne Standschablonen und ja, dann will ich mal nicht so viel quatschen, ne? Dann wollen wir mal gleich loslegen. So, ich mache jetzt die Kamera runter und ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und beim Anschauen. So. Haben wir. Das erste, was wir jetzt machen, sieht er, selber, ne? So, die knicke ich jetzt zur Hälfte. Die knicken wir jetzt zur Hälfte. Schön. So. So. Das haben wir schon mal. Ne? Das brauchen wir aber später, das brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt habe ich so Pappe, so dünnes Papier. Ne? Also das habe ich aus dem Lidl. Die hatten doch mal so ein bisschen Papppapier und verschiedene, ne? Also ganz viele. Und die fand ich eigentlich relativ ganz schön. Das ist so ein ganz helles Flieder und da habe ich gedacht, das ist doch ganz toll. So. Jetzt müssen wir die Größe. Genau, 18. So, von der Länge brauchen wir jetzt 18. Dann machen wir jetzt einmal auf 18. Müssen wir gerade gucken auf. So, das nun. 18. Das ist ja sehr super mit dieser Schiene. Zack, fertig. So, die Breite war, das muss ich gerade überlegen, ne? Genau. 15,5, das müsste passen. Augenmaß. Na doch, ist kleiner geworden. Na? Aber ist nicht so schön.
Die ist jetzt etwas kleiner geworden, aber wir machen ja noch das Innenleben. Kommt ja auch noch. So, haben wir so ein kleines. Ist nicht so tragisch. So, die tun wir jetzt mal eine Seite. Machen wir jetzt nach unten. So, wir haben jetzt das kleine Stück. Wunderbar. Dann, ich habe jetzt überlegt, ich wollte gerne mit euch sowas stanzen. Ne? Das machen wir jetzt. Jetzt brauchen wir die Big Shot. Big Shot, meine Lieben. Wartet. Sie ist klasse. Also ich habe sie schon getestet. Ne? 1A. Funktioniert super. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal unser Sandwich. Das ist die Grundplatte, die wir brauchen. Und wir brauchen zum Stanzen. Ne? Das ist die. Und die, also wie gesagt, die ist zum Prägen. Ne? So, das tun wir jetzt an der Seite. Jetzt holen wir noch die anderen zwei Platten. So. Also wie ihr seht, meine ist schon relativ ausgenudelt, weil ich so viel schon ausprobiert habe. Aber die ist super. Ne? Wie gesagt. So. Meine ist die ganz große. Also die DIN A4. Die habe ich. Weil ich auch viel wirklich teilweise sehr große Sachen mache. So. Jetzt wollen wir, jetzt müssen wir genau so mittig und da wollte ich gleich noch was dahinter klemmen. Ich habe nämlich noch eine andere Idee. Aber wir gucken. So, dann haben wir unser Sandwich. Müsst ihr gerade reinmachen und dann macht ihr das einfach, schiebt da durch. Ich muss gerade das Kabel rüber machen, aber ich muss das mit der Kamera noch ändern. Das funktioniert so nicht. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Ups, jetzt rutsche ich hier weg. Na. So. Osterbällchen. Wo habe ich denn mein Messer? So. So, dann macht ihr das einfach hier lose. Dann habt ihr schon alles soweit. Den Rest müsst ihr einfach nur so ein bisschen rauspieken. Da guckt da. Hier ist noch ein. So. Da einfach nur rauspieken. Was ist das denn? So. Das lassen wir. Das ist das Blümchen. Herzchen. So. Und hier kommt noch Ostern. So. Machen wir das.
tun wir jetzt mal hier. Dann mache ich das hier jetzt mal. Das ist ganz easy, leicht abzumachen. Also die Standschablone habe ich von Ideen mit Herz. Die sind ganz relativ gut. Ich gehe damit sehr gut. Es gibt auch, wie sagt man, diese gefälschten Schablonen. Kann man auch, aber ich finde, die, da muss man mehrmals drauf. Ne? Also ich finde, die sind nicht so spitz, wenn man die stanzt. So. Haben wir. So. Die kann ich schon mal an die Seite legen. So, dann haben wir es. Das ist unser Bildchen. So. Kommt dann hier auf der Karte drauf, das Bild. Das wird dann einmal hier, einmal hier. So, passend für die Schleife. Und Weiß müssen wir gleich auch noch nehmen. Wir wollen ja noch Schmetterlinge haben. So. So, macht das wieder schön gerade, dass das passend ist. Ab, rein und durch. Also Moosgummi geht ein bisschen schwieriger. So, die nächsten Sachen, die wir brauchen, wir müssen aber den Schmetterling leider noch dreimal haben. Den muss ich aber einzeln machen, weil ich den ja nur so habe. So, und dann gehen wir da wieder durch. Ups. Also das ist schon ein bisschen Kraft aufwendiger. So. So, jetzt haben wir alles schön ausgestanzt. Ich habe schon geklebt. Ich nehme den Kleber, der ist super. Den kann man ganz gut bestellen. Ne? Bei Amazon ist mir jetzt ausgegangen und die kriege ich jetzt diese Woche wieder. So, ich möchte aber, dass das hervorhebt. Also werden wir das machen. Ne? Guckt, sieht doch ganz schön aus. Aber dafür nehmen wir diese Schaumklebepads. Die sind ganz cool. Die sind ganz gut für 3D-Motive. Dazu, das machen wir nächste Mal. Weil ich wollte mit euch noch so eine süße Geschenkebox machen. Die werde ich jetzt die Tage machen. So, jetzt müssen wir nur gucken, welche, wir können ja nicht alle groß machen, ne? Also müssen wir, hier sind unterschiedliche, wartet, vielleicht, wenn ich das jetzt so mache, da seht ihr, hier sind in der Mitte kleine und hier außen sind die großen. Und es ist ganz einfach, ihr nehmt die einfach hier ab, da, dann geht das. Und dann verteilt ihr euch das so ein bisschen. So, das hätten wir jetzt. Und die müssen wir leider jetzt alle abfummeln. Ne? So. So sieht das dann aus und dann klebt ihr das da drauf. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, jetzt haben wir das abgemacht. Da. Und jetzt kleben wir das da drauf.
wo, ja, wo das Silberne ist, vorsichtig, muss alles akkurat passen. So. 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 Dann haben wir es. Sieht das nicht schön aus? Richtig toll. So, was ich an dieser Folie finde, das ist die, wie gesagt, das ist die Karton für Faltkartons extra, ne? Und die ist auf einer Seite klebbar. Und das finde ich so toll. So, jetzt machen wir das hier einfach mal so drauf. So, und den kleinen. So. So, den knicke ich jetzt ein bisschen die Flügel. Na? So. Und dann machen wir das genau hier drauf. Und dann. Wartet. Bisschen die Flügel knicken. Na? Weil die eine Seite klebt ja. Und dann. Verbindet ihr das mal so. So. Erst macht ihr das so. Lasst das erstmal so kleben. Und dann machen wir die Flügel hoch. So. Mal so Mittelmaß, da sieht es schön dezent aus. Nicht zu gedrungen. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Na, also wir nehmen so eine mittlere. Die macht man einfach ab. Die klebt von beiden Seiten. Kriegt man auch überall. Und dann machen wir einfach hier so jetzt einfach machen wir hier jetzt dran. So. Warte mal, ich muss mal hier rüber gucken, dass das auch passt. So. Passt. Und dann kleben wir das so. Dann schneiden wir das einfach ab. Mit dem Messer ist optimal. Ich finde es saumäßig cool. Hier. Das passt sogar noch. Das ist super. So. So. Und schneiden wir das kleine Stück hier übers ab. So. Und das machen wir mit der anderen gegenüberliegenden Seite genauso. Fertig. So sieht das schon mal aus, ne? Schick. So. Huch, ist die andere runter. Seht ihr? Schön aus. Ne, der ist zu groß. Da müssen wir nur die kleinen hinmachen. So. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Sticker. Also im Moosgummi und das finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt noch ein bisschen den Pep. Grün. So. Oh, wie süß.
finde immer alles sehr süß. So. Oder wir machen dann Häppchen hin. Nee, ich würde sagen Häppchen. Nee. Sieht doch ganz toll aus, ne? So, jetzt haben wir das hier ausgestanzt, alles. Mit den hier, der ist leicht zu bedienen. Hier, ne? Der ist leicht zu bedienen. Und jetzt machen wir Kleber. Macht ihr einfach hier so ein bisschen Kleber rundherum. Mehr nicht. Das reicht. Normalerweise, wie gesagt, ich habe eigentlich die anderen, aber ist im Moment bei mir Ebbe. Ich muss warten, bis ich mal... Dann so. Das reicht. Das reicht vollkommen. Ist da nicht zu viel. So. So, dann macht er jetzt einfach, müsst ihr nur so ein bisschen gucken, mittig, so, so, hier ist die Kante hier, so, so, und was ich noch empfehlen würde, dann macht ihr das erstmal hier so ein bisschen. Na? Ups. Wo ich dann mehr kaputt mache. So. So, das muss jetzt trocknen, wie gesagt. Na? So sieht das aus. Huch, mein Schmetterling. Wie gesagt, mein Kleber könnte... Müsst ihr nicht, bloß es wälzt sich durch diesen Kleber, weil der flüssig ist. Und deshalb mache ich den jetzt hier noch den Schmetterling drauf. Aus. Wie gesagt, ich tue das jetzt einfach unter der Matte, weil die ist schwer. Und da kann das ruhig jetzt mal so eine Viertelstunde oder so 20 Minuten liegen. Wie gesagt, das ist das Werk geworden. Wie gesagt, damit habe ich Klebestreifen genommen, man sieht es, weil ich habe keinen Kleber hier genommen, nur diese Kleberstreifen, die Bastelstreifen, ne, ein bisschen. Wie gesagt, das bekomme ich jetzt die Woche und ja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen, ne, so sieht das andere aus. Das ist der andere Stanzer, den ich habe, ne, wie gesagt, und ja, wie gesagt, macht ein Däumchen nach oben. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und hattet Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr könnt das ganz, ich hoffe, ich habe es euch ganz gut erklärt. Wenn Fragen sind, einfach stellen. Ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns die Tage. Bis dann, eure Bella Kreativ.